Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe euch mal versprochen, ich wollte noch einen Vlog hochladen, weil ich da noch ein Thema hatte, das mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil ich da so ein bisschen schwarz sehe, was die Videospielzukunft angeht, besonders bei vielen Blockbuster-Titeln. Der ganze Auslöser war dieses Jahr die Gamescom, wo ich ja auch vertreten war, habe einige Spiele gesehen, gespielt und ganz besonders ein Titel, wo ich schon auf der E3 ein bisschen skeptisch hingeblickt habe, aber besonders auf der Gamescom eigentlich bestätigt worden bin. Es handelt sich hierbei um Tomb Raider, ein Spiel, worauf wir uns alle freuen, denke ich mal, also wirklich von der Stimmung her, von der verletzlichen Lara, von der emotionalen Achterbahnfahrt, die diese junge Dame dort erlebt. Da sind wir alle, glaube ich, heiß drauf. Das wird ein geiles Spiel, da habe ich auch selber Lust drauf. Aber die Frage ist jetzt an dieser Stelle, wie viel Spiel ist es noch? Und das ist heute eigentlich unser Thema. Denn was bei Tomb Raider einfach im Vordergrund steht, sind gescriptete Events. Und für alle, die nicht wissen, was gescriptete Events sind, erkläre ich das mal ganz kurz. In Filmen gibt es ja ein Drehbuch. Und nach diesem Drehbuch arbeiten die Schauspieler. Das heißt, wenn da steht, ja, töte jetzt den, keine Ahnung, deinen Kollegen da, dann handeln die so, wie es in diesem Skript drinsteht. Und genau das gleiche gibt es eben auch für Videospiele. Und das heißt, wenn ich jetzt in einem bestimmten Moment etwas Bestimmtes mache, wird ein Ereignis ausgelöst und es passiert etwas, was ich nicht beeinflussen kann, weil das ist nämlich nach diesem Skript halt so vorgegeben. Ein gutes Beispiel jetzt auch anhand von Tomb Raider. Ich stehe mit Lara Croft auf einem Baumstamm. Und dieser Baumstamm liegt über so einen Abgrund, so einen ganz tiefen Abgrund. Es wird super inszeniert und du spürst die Gefahr und wie viel Angst die da hat, über diesen Baumstamm zu balancieren. Und ich nehme das Pad in die Hand und spiele es selber. Und an dieser Stelle gibt es eben den Punkt, den ich wirklich so, so stark bemängel. Ich laufe wirklich fast sehr, sehr gut und fast perfekt über diesen Baumstamm. Es wird ja eine Spannung erzeugt, weil es wirklich gut mit der Kamerafahrt eingefangen wird. Und egal wie gut du läufst, egal wie perfekt du das jetzt gerade hinkriegst, sie stolpert. Sie stolpert, weil das Skript dir vorgibt, sie muss stolpern. Und das ist eben der Punkt, wo ich Angst habe, dass das in Zukunft wirklich Überhand nimmt. Seien wir mal ehrlich, also so Spiele wie Splinter Cell Blacklist oder in Call of Duty Black Ops 2 oder viele andere Vertreter, die dieses Jahr auf der Gamescom waren oder die dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen, haben einfach momentan so ein bisschen die Krankheit, zu viel Film zu sein als Spiel. Aber fangen wir mal von vorne an. Vor 10, 15 Jahren, wo ich noch an meinem PC gespielt habe, wo ich Spiele gespielt habe wie Alien vs. Predator oder Halo 1 oder sowas oder Medal of Honor in diesem Zweiten Weltkrieg und sowas, da waren die gescripteten Events ja auch schon vorhanden. Nur da habe ich das Gefühl gehabt, dass die viel präziser platziert waren, viel mehr Gewicht hatten und wirklich auch die zur Stimmung beigetragen haben. Also ich erinnere mich immer spontan, irgendwie warum, weiß ich nicht, immer an Alien vs. Predator. Ich laufe durch einen wirklich dunklen, atmosphärischen Gang. Es ist sehr angespannt, du hörst nichts, du hast nur deine Taschenlampe und auf einmal huscht irgendwas von der Seite weg. Das war echt ein Moment, da habe ich total mich gegruselt, die Atmosphäre ist angestiegen, ich war total drin und fand das mega geil. Warum? Weil es eben auch nicht so häufig gekommen ist und weil es perfekt platziert war. Das Ganze hat natürlich sehr viel Überhand genommen, denn man hatte irgendwie erkannt, dass man auch aus Videospielen fast schon Blockbuster machen kann. Ein gutes Beispiel, wo ich das noch ganz cool fand, war Modern Warfare 1. Ich finde, Modern Warfare 1 ist ein gutes Spiel, es hat mir super viel Spaß gemacht, es ist aber auch sehr krass gescriptet. Aber da war das noch ein bisschen erfrischender. Ab dem Modern Warfare 1 Teil mit jedem weiteren Call of Duty Teil hat das so Überhand genommen, dass man nur noch berieselt wird durch Explosionen, durch Autos, die durch die Gegend fliegen, durch Hochhäuser, die runterstürzen und dich irgendwie eindecken mit Staub, dass du einfach da sitzt und nicht ganz nachvollziehen kannst, was da gerade passiert ist, weil einfach zu viel passiert ist und es ist einfach total krass durchgescriptet. Es gibt aber auch ein ganz gutes Gegenbeispiel. Ich finde, dass Halo eine Reihe ist, die sich immer noch so ein bisschen auf weniger gescriptete Events Wert legt. Auch Metroid war immer wieder irgendwie absolut scriptfrei. Alles, was passiert ist, ist wirklich so im Spiel passiert und man hat sich eigentlich nicht an irgendwelche Scripts oder sowas, weiß nicht, bedient. Und hat damit auch eine Geschichte erzählt. Ich sage ja nicht, dass Scripts jetzt schlecht sind oder dass jetzt Scripts unnötig sind, aber ich finde, sie werden zu überschätzt. Auf der diesjährigen Gamescom habe ich einfach wirklich das Gefühl gehabt, dass viele Spiele nicht mehr Videospiele sind. Dass man nicht mehr dieses Gefühl hat, man legt ein Spiel rein und hat Spaß dabei. Jetzt reden wir jetzt auch vom Singleplayer, Multiplayer sei jetzt mal außen vor. Das einzige Spiel, wo ich wirklich so das Gefühl hatte,
Okay, jetzt spiele ich immer noch ein Videospiel. Ich muss niesen. Ja! Das einzige Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich noch ein Videospiel spiele, so wie damals, reinlegen, Spaß haben, sich nicht unbedingt um die Story und die komplexe Spielwelt auseinandersetzen, sondern einfach nur reingehen und das Spiel gut spielen, war Devil May Cry. Ihr wisst, wie ich zu Devil May Cry stehe. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass diese ganzen gescripteten Events fehl am Platz sind, dass die irgendwas verfälschen oder verwässern oder sowas. Ich selber habe auch immer wieder Spaß mit solchen Sachen, aber es ist halt schon irgendwie so erstaunlich, dass ich immer weniger drücken und betätigen muss, obwohl auf dem Schirm mega krasse Action abgeht. Und das fehlt mir so ein bisschen. Selbst die Kontrolle zu haben, etwas zu bestimmen, was ich tue, etwas auch auszulösen, was ich auslösen will und nicht, dass das Spiel das mir vorgibt. Ich habe ganz gerne jemanden, der mich an die Hand nimmt und mir ein bisschen zeigt, was es alles gibt und was alles passieren kann oder wie die Welt so aufgebaut ist, weil die Welt ist ganz erwachsen und auf einmal passieren ganz viele krasse Dinge. Ich spiele ja Spiele wie The Walking Dead und Heavy Rain unglaublich gerne, das nehme ich gerne an. Aber dann muss es mir doch irgendwie noch zumindest auch das Gefühl geben, dass ich selbst die Kontrolle habe. Denn auch sowas wie The Last of Us, das ich selber sehr feier, weil ich darauf sehr gespannt bin, hat auf mich auch auf der GC den Eindruck gemacht, ohne Witz, das ist genau der gleiche Shit, den ich schon auf der E3 gesehen habe und das hat mir sogar jemand vorgespielt. Genau gleich, an der gleichen Stelle stehen bleiben, an der gleichen Stelle schießen, an der gleichen Stelle das gleiche passieren. Und da habe ich echt schon Angst, dass ich wirklich hier nicht ein Spiel spiele, sondern dass ich eigentlich, dass mir eigentlich vorgegaukelt wird, dass ich hier eigentlich voll die Freiheiten, eigentlich voll die Freiheiten und Kontrolle habe, aber die habe ich nicht, weil ich sehe hier einen Film, den ich nur sozusagen mitsteuern darf, aber nur parallel, nicht wirklich selbst Hand anlegen darf. Ich hoffe, dass man irgendwie verstehen kann, was ich meine, und ich würde mich freuen, wenn ihr mal sagen könntet, wie ihr das seht. Seht ihr das irgendwie ähnlich, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwie nicht mehr so diesen Spaß empfindet, wenn ihr ein Spiel spielt, dass ihr euch natürlich von Story, von Atmosphäre und so irgendwie mitfesseln lässt und daran euren Spaß findet, aber dass ihr auch irgendwie das Gefühl habt, dass ihr nicht mehr richtig Videospiele spielt, so wie es vor 10, 15 oder 25 Jahren war. Es wäre cool, wenn ihr mit mir diskutieren würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Abend. Sagt man das so? Ja klar, sagt man das so. Haut rein.